Und damit willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Heute mal als die einzige Rolle, die noch fehlt von dem erst kürzlichen Projekt. Ja, der Tank. Ja, die nehmen wir mal mit. Das Tank müssen wir natürlich vorgehen. Ja, wer es noch nicht erkannt hat, ist es der Pala, der heute dran darf. Ah. Von der. Auszeichnung mitgenommen. Hm. Okay, das klappt hier schon mal nicht. Das heißt, da ein bisschen aufpassen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da. Wir können uns das nochmal nehmen. Und einige werden trotzdem voll davon erwischt. Ist ja geil. Das war's, das war's. Das ist so toll. Aha. Ui, das war ein bisschen viel. Ja, komm, ich habe ja ein bisschen Boost. Ich hoffe mal. Ja, reicht nicht. Wo kam jetzt auf einmal dieser fette Damage her? Das würde mich tatsächlich jetzt mal interessieren. Weil nachdem ich ja kurz geblinzelt hat, war ich tot. Kommt am Leben bleiben. Papa ist gleich da. Ich hab ein paar Schilder mehr als hier. Komm. Ich will die tot sehen. Komm. Hau drauf. Was auch immer du bist. Okay, jetzt sind wir zu zweit. Das sollte reichen. Ich rätsel immer noch, woran ich gerade verreckt bin, aber... So, wohin muss ich? Bisschen krösten und auf geht's. Oh, Droide. Heil. Jetzt nichts gegen Droiden, aber das ist auch...
Ich spiele den Droiden halt auch selber und ich weiß, dass man da manchmal... Es ist jetzt halt nicht so der klassische Burst-Heiler. Deswegen... Aber eigentlich finde ich ihn jetzt auch nicht so schlecht, deswegen... Könnte doch eigentlich mit Problemlos oben halten. Naja, egal. Ich bin hier nicht hier, um den Heiler zu kritisieren. Der kritisiert mich ja auch nicht, wenn mir ein Mob abhaut, also von daher. So, wo muss ich jetzt? Nee, hier geht's nicht runter. Oh. Oh. Ups, hier war die Treppe. Naja, soll vorkommen, dass man sich verläuft. Oder beziehungsweise in die falsche Richtung läuft. Mein Grund, du warst aber noch nicht vorgesehen. Aber was soll's. Aber das war's jetzt, oder? Geht doch. Ach ja. Jetzt weiß ich's wieder. Ich muss näher ran. Ach du Scheiße. Ja, super, der Heiler. Ich dachte, der kommt mit. Ach, nee, der hat da unten wieder gepult. Boah. Kinder, Kinder, Kinder. Spaß mit. Ja, jetzt geht ihr da natürlich drauf, ne?
immer schön erst warten, bis ich tot bin. Das ist wieder so typisch. Aber jetzt wird's lustig. Heiliger. Ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen. So schön irgendwo noch runterfallen. Ich überlege gerade, haue ich jetzt als erstes dem auf die Mühle? Bleibt ja kein anderer mehr. Das war schon der zweite. Das war Boss Nummer 2. Kann ich die gebrauchen? Nein, das ist eher eine für die Idee. Hat nicht mal Vielseitigkeit. Kann ich nicht gebrauchen. Wie weit ist es denn noch? Och, nicht mehr weit. Und weiter. Erstmal. Läuft der jetzt den ganzen Weg zur Flut oder was? Hätte doch nur 2 Sekunden liegen bleiben.
doch alle wieder da. Genau, schön nicht angreifen, das wollte ich lesen. Komm runter, Kleiner. Diese Hallen sind heilig. Euer Eindringen wird die Tore der Strafe. Ich bin Paladin, die Hälfte meiner Attacken ist heilig. Stell dich nicht so an. Ich habe kein Ziel. Ihr dort, tretet vor. Schön hier geblieben. Dann auf geht's zum Finale. Wo müssen wir denn hin? Ungestraft bleiben. Kann ich nicht einfach, wenn es darum geht, zum nächsten Priester gehen, beichten und alles ist vergeben und vergessen? Funktionierte das nicht so mit der Kirche und so? Nur mal so aus Neugier. Naja, aber von der Kirche hat das hier eh nichts. Also von daher passt das schon wieder. Einzige Heilige hier drin ist tatsächlich mein Paladin mit seinen Attacken. Der. Runter, das war der erste. Was ist denn jetzt los? Okay, damit ist alles okay. Haha. Und runter. 1, 2, 3 vorbei. Ich mache mir jetzt doch langsam Sorgen. Entweder habe ich es gerade übertrieben. Ich habe keine Heiltränke mehr. Ich kann mich jetzt nur noch auf mich selbst verlassen, beziehungsweise auf den Heiler. Ich frage mich nur jedes Mal, warum ich bei Fähigkeiten wie Handauflegung und Gottesschild gefühlt irgendwie so die Hälfte meiner Akro verliere. Weil das würde aber auch keinen Sinn machen. Ich meine, wenn ich einen Dev zünde als Tank und verliere dann daraufhin die Aggro, das erfüllt nicht den Zweck eines Devs. Also zumindest nicht die, die ich sonst kenne. Kann auch sein, dass ich mir das nur ein bisschen einbilde, weil hier gerade ziemlich viele Leute verrecken.
ist gleich da. Und dann das Finale noch. Und dann haben wir es endlich. Kann ich mir auch ganz kurz noch was zu trinken nehmen. Bis der da ist, hab ein bisschen Durst. Wollen wir mal. Nein, nein, nicht mich hauen. Was macht ihr? Böse aus. Hat er doch geklappt. So, das ist für dich. Das Gold ist für mich. Kann ich davon irgendwas gebrauchen? Nein. Und nochmal nein. Okay. Nee, das war's für mich erstmal. Und das war's auch erstmal für diese Folge. Ich bin nicht ganz zufrieden, sage ich ganz ehrlich, weil ich behaupte einfach mal, das geht besser. Gerade als Paladin, weil den sehe ich schon als einen der stärkeren Tanks, bei dem, was ich hier so bis jetzt an Tanks ausprobiert habe. Ja, ich sage jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.